Sachen, ganz viel Platz und natürlich jede Menge Spaß. Ist hinter Culinara Schwenningen. Liebe Zuschauer von NQTV, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Das Eis ist heiß. Im Gespräch sind wir heute mit Alex Trivelato. Herzlich willkommen. Hallo Alex, du hast im Spiel gegen Berlin ein Tor geschossen und das gegen den Verein, wo du mehrere Jahre gespielt hast. Hat dich das jetzt besonders motiviert? Naja, also jetzt mal, ich habe mich sehr riesig gefreut erstmal über das Tor, dass ich es halt ausgerechnet gegen Berlin geschossen habe. Das ist halt ein Zufall, aber nein, ich meine, in dem Moment habe ich mich ja gefreut, dass wir halt auf 2-1 verkürzen konnten. Und aber ansonsten habe ich nicht groß darüber nachgedacht. Ja. Jetzt spielt er eigentlich gut, also die Handschrift des neuen Trainers ist zu erkennen. Nur die Punkte fehlen noch ein bisschen. Ist das jetzt arg frustrierend für die Mannschaft oder sind die Spirits immer noch oben auf in der Mannschaft? Ich glaube, in der Kabine ist die Stimmung eigentlich ganz gut, beim Training auch. Das Problem oder der Grund, warum wir keine Spiele gewinnen, ist wahrscheinlich, weil unsere Chancenverwertung halt nicht sehr gut ist, leider. Aber wie man sieht, arbeiten wir hart und das wird schon kommen noch. Jetzt bist du ja ein jüngerer Spieler, jetzt haben wir hier gerade den Sascha Gotsch stehen. Schade, dass die Zuschauer ihn nicht sehen, er ist noch total verschwitzt vom Training. Wie ist es jetzt für dich so, gerade mit einem älteren Spieler wie Sascha Gotsch und er als Kapitän, guckt er so ein bisschen nach euch Jungen? Ja, natürlich, also der kann uns immer wieder gute Tipps geben, die uns weiterhelfen. Vor allem jetzt, für uns Jungen ist das sehr gut. Natürlich ist es für uns eine Respektperson. Also ja. Ich glaube, das weiß ja auch jeder. Er hat auch einen ziemlichen Schuss, also den zweitschnellsten in der Liga. Da kann es sein, dass man den auch mal im Training abbekommt, oder? Ja, davor hat jeder Respekt. Also wenn man sieht, dass Gotschi ausholt, dann gehen wir meistens alle in Deckung, ja. Jetzt hast du ja jahrelang eben in Berlin gelebt und gespielt. Wie ist jetzt für dich das Einleben hier in so einer Kleinstadt sozusagen wie Villingen-Schwenningen? Ja, am Anfang war es ein bisschen schwerer, weil vor allem mit den Öffnungszeiten der Restaurants und der restlichen Dinge ist es halt doch ein bisschen anders als in Berlin, aber nach einer Weile, ich meine, gewöhnt man sich dran und also viel mehr in Berlin habe ich ja auch nicht gemacht am Tag, wenn ich Zeit hatte, mich zu entspannen, habe ich meistens entspannt und das mache ich ja hier auch. Du hast jetzt mit Trainer Helmut De Raaf, einen Trainer, der speziell auch auf jüngere Spieler eingeht. Wie ist jetzt so sein Führungsstil? Wie würdest du ihn beschreiben? Also ich finde das bis jetzt ganz, ganz gut. Ich finde, er pusht die Jungen immer, im Training vor allem. Er guckt ganz genau hin und wenn er sieht, wir können was besser machen, dann hilft er uns immer weiter. Und manchmal gibt es auch einen kurzen Kick in den Arsch, aber das muss ja auch so sein. Wir müssen ja uns weiterentwickeln und das macht er ganz gut. Ja. Du kommst jetzt aus der Nähe von Bozen, aus einem kleinen Ort. Hast du jetzt noch so einen Blick auf die italienische Liga, auf die erste italienische Liga? Eher nicht, weil wie alle oder die meisten wissen, ist ja Bozen jetzt seit 2 oder 3 Jahren in der österreichischen Liga. Deshalb habe ich auch keine Feedbacks von meinem Vater, der früher immer zugucken war. Der geht ja jetzt meistens nach Bozen und guckt sich die österreichische Liga dann an. Von ein paar Jungs weiß ich, dass die Liga mittlerweile nicht mehr so gut ist wie früher. Leider fehlt halt ein bisschen das Geld. Aber ich weiß auch, dass sie jetzt irgendwie ein neues Programm am Laufen haben mit mehreren jungen Spielern. Und deshalb hoffe ich, dass es wieder aufwärts geht. Aber ab und zu bist du ja schon noch in Südtirol. Du spielst ja jetzt auch für die italienische Nationalmannschaft und das unter Stefan Meyer, der ja hier auch schon Trainer war. Was sind jetzt so die nächsten Ziele und Aufgaben für die Nationalmannschaft? Also im November sind wir in Lettland, glaube ich, zum Lehrgang. Und dann haben wir die Olympia-Qualifikation im Februar und später dann im Mai oder April, ich weiß nicht genau, haben wir dann die WM, die BWM, die wir letztes Jahr schon bestritten haben. Ich glaube, letztes Jahr haben wir angefangen mit einer jungen Mannschaft, die WM, also wir sind in der WM mit einer jungen Mannschaft gestartet. Wir werden es dieses Jahr wieder machen und ich hoffe, wir werden besser abschließen als letztes Jahr. War es jetzt schon immer so ein bisschen dein Wunsch, auch hier in Deutschland mal Eishockey zu spielen? Mal als kleines Kind hat mir Eishockey so gut gefallen, dass ich mir immer im Kopf gesetzt habe, Profi zu werden. Und dass es jetzt in Deutschland geklappt hat mit den Profis, freue ich mich natürlich. Und ich will jetzt weiter meine Ziele verfolgen.
Jetzt sind die Südtiroler ja eigentlich sehr heimatverbunden. Wie würdest du dich beschreiben? Hältst du es gut aus, fernab der Heimat? Ja, also nach sechs Jahren in Deutschland, glaube ich, geht das schon. Aber jedes Mal, wenn ich wieder in der Heimat bin, geht mein Herz wieder auf. Was ist deine Südtiroler Leibspeise? Knödeltriss. Aha, ja. Okay. Hast du jetzt auch irgendwie ein italienisches Lokal hier gefunden in Villingen-Schwenning, was irgendwie vielleicht auch eine gute Pizza oder so macht? Ja, eine gute Pizza finde ich da bei Gino, da gleich vorne. Die finde ich ganz gut, ja. Okay, ich glaube, da gibt's das nächste Mal eine umsonst nach der Werbung. Ja. Wo hast du jetzt hier eine Wohnung gefunden? Also ich wohne jetzt in Hochemmingen. Ist eine ruhige Gegend, also das passt alles da. Okay, und was machst du außerhalb vom Eishockey noch gerne? Also noch gerne. Also ich treffe mich ganz oft mit ein paar Jungs aus der Mannschaft. Wir spielen Karten sehr viel. Und ansonsten nichts, also was so junge Leute so machen, zocken. Und nebenbei muss ich auch noch ein bisschen lernen, aber das vernachlässige ich ein bisschen. Lernen? Auf was lernst du? Ja, ich muss noch einfach für meine Ausbildung, muss ich dann noch eine Prüfung abgeben, damit ich meine Ausbildung endlich beenden kann. Die ist was? Also für was? Ja, als Groß- und Außenhandelskaufmann. Könntest du dir vorstellen, auch später mal was anderes zu machen außerhalb vom Eishockey? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich weiß es aber noch nicht. Aha. Ich hoffe, ich kann mit dem Eishockey so genau. Ja. Gut, jetzt haben wir euch natürlich die Neckarquelle auf dem Cannstatter Wasen gesehen am Montag. War ja wirklich nett. Wie war es so für dich? Hast du sowas schon mal erlebt? Also ehrlich gesagt, ich war noch nie zuvor bei einem Oktoberfest oder bei den Wasen oder sonst was. Das war für mich es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also zum Glück war auch meine Freundin zu Besuch aus Berlin. Und also das super Stimmung war da. Wir ein bisschen haben wir auch gefeiert und das war in Ordnung. Das hat doch jetzt auch ein bisschen Schwung gegeben fürs kommende Wochenende, oder? Naja, bestimmt. Okay. Danke, Alex Trivelato und liebe NQ-TV-Zuschauer, das war's für heute hier aus der Helios Arena mit Alex.